Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution 2. Ich versuche hier immer noch nach wie vor krampfhaft meine Aufgaben zu erfüllen, damit wir hier ein bisschen zu Geld kommen und weiterkommen. Es ist echt schwierig. Ich kriege eine Krise. Hier ist jetzt, haben sich hier zwei. Was ist jetzt los? Hab ich mich erschrocken. Ey. Okay, Einnahmesteigerungen sind schon mal sehr gut, vielen Dank. Hier haben sich zwei Triceratops in die Wolle gekriegt. Der eine hat jetzt ein Organtrauma, vielen Dank für nothing. Und, komm, film auf hier. Der ist jetzt auf dem Weg hier in die medizinische Abteilung. Hier ist mir so ein Naruto-Gedöns-Teil hier krachen gegangen. Der hier hat immer noch eine Lungenentzündung, dafür gibt es aber keine Medizin, also ich kann da nichts erforschen. Habe jetzt schon dreimal hier unsere mobile Veterinäreinheit dahin gejagt und dass der die hier mal wieder fit spritzt, was auch irgendwie Territorialkrankheit. Ey, geh mir doch nicht auf den Nerv. Scheiß auf das Vieh. Ich habe zwar jetzt hier nochmal, damit ihr mir hier nicht durchdreht, nochmal welche gemacht. Drei Stück. Die lassen wir ja doch direkt mal frei. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, haben wir Glück. Okay. So, vielleicht haben wir Glück. Und es funktioniert, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Ansonsten fliegen die Viecher raus, habe ich keinen Bock mehr drauf, gehen mir voll auf den Nerv. Die haben hier ein Riesengehege, sind die ganze Zeit klargekommen. Ja, niedrige Gesundheit, dann verreck, ist mir scheißegal. Kein Bock mehr auf diesen Scheißvieh. Ernsthaft. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir brauchen nach wie vor, wie gesagt, Geld, weil wir kommen nicht weiter. Wir können nicht keine Forschung betreiben, beziehungsweise Expeditionen machen. Hier, dieses blöde Vieh hat immer noch eine Gehirnerschütterung, kriege ich auch nicht weg. Weiß ich auch nicht, was ich da machen soll. Also, egal. Scheiß drauf, passt schon. So, der hat Ruhe abgeschlossen. Was ist mit dir hier? Ah, der ist noch dran, okay. So, wir brauchen neue Tiere. Wir brauchen irgendetwas. Irgendwas brauchen wir, um halt noch schneller, noch mehr Geld zu machen. Wir brauchen viel, viel mehr Geld. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier die Gallinimusse drin. Wir haben hier die Pachycephalus drin. Ah, okay, der ist fertig. Den können wir direkt rüber transportieren wieder. Warte mal, das war der hier. Transport, Triceratops kommt wieder. Warte mal, die waren hier drin, ne? Waren die hier drin? Wo sind sie? Da sind die. Ja, die sind hier drin. Okay, den schmeiße ich jetzt einfach mal nach hier hinten. So. Das Gehege ist auch zu klein, das lassen wir so. Bei dem anderen hier in ihrer Gesundheit, der hat Pech gehabt, soll das Vieh halt drauf gehen. Kann ich jetzt nicht ändern. Geht mir voll auf die Nerven, sag ich wie es ist. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier reingepackt? Dracorex. Ah ja, genau. Mit was kam der zurecht? Was wollte ich? Jetzt haben schon zwei Naruto-Saurier hier im Kampf begonnen. Ey, ich, ganz ehrlich, ich glaube, ich vertickse und scheiß auf die. Hey, guck mal hier. Das blöde Vieh ist gestorben. Ole, ole. Und tschüss. So, habt euren Kampf jetzt hier endlich beendet, damit ich hier weiß, wer hier wo verletzt ist. Alter Schwede, ist echt nicht feierlich, ne? Ranger Team Gefahr. Ah ja, okay. So, Freund Jochen. Gefährlich für das Fahrzeug. Aha. Alter, die gehen mir echt auf den Nerv, ne? Die Viecher, die gehen mir richtig hart auf den Sack. Habe ich ja mal gar keinen Bock mehr drauf. Egal. So, der ist weg. Um den haben wir uns gekümmert. So, was war Dracorex? Dracorex konnte. Moment, warte mal. Lass mal gucken. Fahrzeuggefährt. Ja, scheiß drauf. Die sollen sich selber werden. Ey, ich. Boah, Junge.
Und überhaupt. Da. Echt nicht einfach hier die Nummer, ne? Echt nicht einfach. So, mit was kommst du zurecht? Ah, Moment, Dracorex war ein Pflanzenfresser. Stimmt. Mark Ankylo, Stegosaurit und Sauropoden. Stegosauriden hatten wir auch noch nicht, ne? Stegos? Wäre hier auch noch was. Wahrscheinlich werde ich das Gehege auch noch größer machen müssen. Das Gehege hier kriege ich nicht größer, beziehungsweise ist eigentlich groß genug, ganz ehrlich. Die haben so viel Platz, die kommen sich überhaupt nicht in die Quere, aber nee, die heulen rum. So, pass auf. Ah, hier ist auch schon wieder was. Auch noch mal eben auffüllen. Ja, wahrscheinlich 400.000. Ja, habe ich Geld hier heute oder was? So. Dann müssen wir mal schauen. Expedition. Wo kriegen wir denn Stegos her? Mayunga wäre auch noch mal was. Ah, hier. Stegosauride. Ja, zack. Was kostet? 640.000. Ja, komm, machen wir. So, Logistikspezialist und ja gut, okay, da kann man nichts machen. Wir haben keinen für eine schnellere Forschung. Nehmen wir die beiden, raus damit und auf Wiedersehen. Weil hier ein paar Stegos noch mit rein wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir könnten hier noch das Gehege etwas erweitern. Probieren wir aber jetzt erstmal aus. Schauen wir mal. So, dann will ich ja hier bei dem. Warte mal, mit wem kam der zurecht? Ah, hier, Mark. Meeresbewohner klein. So, achso, ja, kann ich ja jetzt gerade nicht. Okay. Da wollte ich ja die kleinen, Ichi, irgendwas, was will ich wieder heißen. Diese kleinen Delfine da reinpacken. Noch zusätzlich. Damit wir da auch noch mal ein kleines bisschen Erweiterung bekommen. Wir brauchen halt Geld. Geld ist das Wichtigste. Und Geld kommt im Moment noch viel zu wenig rein. Das ist das große Problem. Ich mache das mal auf schneller hier, damit wir hier ein bisschen vorwärts kommen. Auch mit der Expedition jetzt. Stegos wären ganz nice. Würde ich feiern. Gucken wir uns an. Ich bin schon am Überlegen, warte mal. Ich mach das schon mal. So, was haben wir denn hier? Stufe 3. Ja, Stufe 3 sollte reichen. Wir machen hier mal. Hallo? Ja, machen wir mal so. Wir machen das hier mal ein kleines Stückchen größer. Einfach mal schauen. Besser ist es. So. Zack. So und so und. So, dann haben die hier ein bisschen mehr Platz, bevor die hier nachher auch wieder irgendwie anfangen rumzuweinen. Saurierbedrohung. Ja, scheiß auf Saurierbedrohung. Wo? Warum? Was bedroht er hier? Der kann gar nichts bedrohen. Diesen Zaun. Alter Schwede, schon wieder? Echt jetzt? Okay, komm, jetzt reicht's. Ich hab echt die Nase voll von den Viechern. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ah ne, halt. Wir brauchen unser Einfangteam. Aufgabe hinzufügen. So, den einmal. So, wo sind die anderen? Die fliegen jetzt raus. Ich hab keinen Bock mehr.
Ist mir zu nervig mit diesen blöden Viechern. So, du auch noch. Zack. So, haben wir sie alle. Ich hoffe es. Sind das nur noch die drei? Ja. Nee, es sind vier. Warte mal. Den haben wir noch vergessen. Hier, den hier. So, den auch noch. So, ich vertick die jetzt. Ich habe keinen Nerv mehr auf die Viecher. Echt jetzt. So, zack. Und auf Wiedersehen. Ja. Verkaufen. Dann den hier verkaufen. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Den hier verkaufen. Hole Produkt ab. Und wo ist der andere? Den hier und verkaufen. Auf Wiedersehen. Und Dankeschön. So, damit sind wir so los. Kein Nerv mehr. Ich werde jetzt mal schauen. Wir haben hier Apatus drin. Die kommen mit Ornithonimus zusammen. Cerato. Cerato? Okay. Ankylosauriade, Hadrosaurus, Paricephalus und Stegosauriden. Mhm. Und wir haben hier... was hat man hier noch drin? Parasaurus. Parasaurus kommt mit, was klar. Wo ist er? Pachi, Para, da. Parasaurus kommt klar mit. Sauropoden, mehr nicht. Ah ja, okay. Na dann. Haben wir hier irgendwas, was wir... Ja, scheiß drauf. Wir lassen das erstmal so, weil kein Bock mehr. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Sind die schon wieder zurück? Ne, immer noch nicht. Alter, das will, wie lange brauchen die denn da? Transportiere Produkt. Expedition abgeschlossen. Jawohl, jetzt. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf diese anderen Viecher, ne? Ey, es ist so nervig, das ist so dumm. Kommt voll auf ihr Leben nicht klar. Habe ich ja mal gar keine Lust mehr. Extraktion, haben wir was für Extraktion? Nein. Dann, keine Ahnung. Hier, mach du das. Hau rein. So, währenddessen verkaufen wir das schon mal, weil dafür kriegen wir Geld. Und dafür kriegen wir auch noch mal ein bisschen Geld. Sehr schön, vielen Dank. Und bei der Expedition können wir noch mal schauen, wo wir noch mal drauf gehen. Weil jetzt muss hier... Was? Oh, die Grabungsstätte ist abgeschlossen. Ah, krass. Okay, Stego könnten wir eigentlich noch mal machen. Kompis. Kompis brauchen wir auch noch, ne? Könnten wir auch noch machen. Aber ich wollte auch hier die... Warte mal, wo sind die denn? Da, Ichthyosaurus, die will ich. 1,1 Millionen. Dein Ernst? Oh. Die Morphodon müsste doch auch klein sein, oder nicht? 380.000, kommen die nehmen wir. Hau rein. Nehmen wir den mal. Was ist denn hier los? Benötigen alle eine Statusprüfung. Ja, ja, das kann dann irgendeiner mal machen hier. Was ist mit dir? Großer Bruch. Wo hast du den denn jetzt schon wieder her? Alter, ey, dein Scheiß Ernst? Wo hat er denn jetzt bitte den großen Bruch her? Und den mit der... Kann ich den mit der Gehirn... Ach ne, den konnte ich nicht verkaufen mit der Gehirnerschüttung, ne? Kann das blöde Vieh auch mal hops gehen, weil... Kein Bock mehr. Danke. Wo hat er denn den großen Bruch jetzt hier? Ey, mal ganz ehrlich, ne? Nur noch verletzte Tiere. Ey, ich könnte echt schreien.
Ich könnte schreien. Ohne Ende. Hier, hau rein. Auf vorn. Ich komme auf keinen grünen Zweig hier. Das ist das Problem. Ich komme echt auf keinen grünen Zweig. Giganotto, was kostet da eigentlich die Expedition? Wo haben wir den bekommen? War Giga hier? Nee, ne? Oder? Doch, Giganotto. 850.000. Ey, den könnten wir sogar machen. 850.000 könnten wir sogar machen. Für den Rex fehlt uns halt noch die Kohle. Das Ding ist, 850.000 ist wieder so viel. Ich will immer so um die 2 Millionen am Start haben, damit wir zur Not, wenn nochmal ein Wirbelsturm kommt, ja, hier nicht alles krachen geht, ne? Aber wisst ihr, was ich mal mache eben? Schnell zwischenspeichern. So, haben wir das mal eben schnell getan, ne? Nicht, dass jetzt irgendwas passiert, weil dann stehen wir wieder doof da. So, Fossilenextraktion, ja gut, da sind wir gerade dran. Ansonsten haben wir jetzt hier nicht viel, was wir hier noch irgendwo... Warte mal, Edmonto, womit kommt der denn eigentlich klar? Archeonitonimus, Sauropoden, Ankylosauriaden, Stegosaurier. Warum können die eigentlich alle mit Ankylos und Stegos? Irgendwie ein bisschen nervig, die Nummer. Stimmt, aber der Ankylo wäre am Start. Früchte am Boden, Blätter am Boden. Wo wollte ich den nochmal reintun wieder? Hier, ne? Kann das sein? Benötigt Statusprüfung, benötigt Statusprüfung. Ja, komm, mach Statusprüfung hier, Kollege. Junge, ist ja nervig. So, gucken wir mal eben. Pachi. Ne, Quatsch. Acylosauriade, ja, kommt damit klar. Und Gallinimus auch. So, Blätter am Boden. Blätter am Boden. Der Rest müsste ja eigentlich noch da sein. Das heißt, auch wenn wir nur 59% haben... Ah, ne, halt, stopp. Zurück. Neues lebensfähiges Genom, Stegosaurus, da haben wir 54%. Aber beim Ankylo, minimaler Bestand 1. Und wir kriegen aus dem Dingens, kriegen wir 1 bis 3 Eier. Pass auf. Hautfarbe machen wir wieder zufällig. So, hier... Interessiert nicht. Langlebigkeit interessiert auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Oha, bescheiden. Alter, was? Zwei nach unten? Alle Modifikationen angewendet? Ja, moin. Ja, läuft ja. Okay, dann vergiss das mal mit der Langlebigkeit, weil... Dann setze ich den hier mal auf 0. Okay, pass auf. Wir versuchen es einfach mal. 154.000. Schauen wir mal, was wir da rauskriegen. Billigere Synthese. Oha, wir brauchen mal zwei von den Top-Typen. Okay, alles klar. Zack, so. Schauen wir mal. Weil dann können wir die theoretisch hier hinten wieder mit reinkloppen. Sollte passen. Und so, oder wir packen sie hier rein. Hier würde es ja gehen, ne? Aber dann heulen sie nachher auch wieder rum. Egal, schauen wir mal. Probieren wir aus. So, der Heli ist wieder am Start, ne? Was ist eigentlich mit dem Vieh? Ist er irgendwann mal da fertig oder was? Es dauert ja 7 Jahre, bis sie da fertig sind. Wo habe ich denn den Heli? Achso, den hatte ich zu Dingens geschickt. Stimmt, da war ja was.
Da war ja was. So, wollen wir mal Fossilien ansehen. Ja gut, wir könnten noch einmal, also das mache ich dann gleich mit. Wenn die von dem Dimorphon dann wieder zurück sind. Nee, Dimorphon, doch, Dimorphon. Jo. So, die Behandlung ist abgeschlossen. Ole, ole, endlich. Komm mal her. Transport, Triceratops. Und ich packe es mal wieder Anfrage zur da hinten Produktabholung rein. erhalten. Expedition ist auch abgeschlossen. Sehr gut. Das gefällt mir auch hervorragend. Ja, danke. Ich würde hier gerne mal ran. Alter Schwede, was haben wir hier gekriegt? Ach du Scheiße, ja geil. Hier ist ja richtig viel, was wir verkaufen können. Weg damit. Die Morphodon. Das ist doch kein Wassertier. Sechshundertvierzigtausend kriegen wir dafür. Oha, warte mal, die behalte ich immer mal. Ist die Morphodon ein Wassertier? Okay, ich habe sie jetzt eh. Also muss ich jetzt so oder so. Aber die Morphodon ist doch kein Wassertier, das ist ein Flugtier. Die verkaufe ich mal. Das verkaufe ich mal. Die 40.000er hier, die verkaufe ich. Aber das hier, die 640.000, die halte ich mir in meine Hinterhand. Aber jetzt mal im Ernst. Die Morphodon ist doch ein Flugtier. Das ist doch kein. Moment, das muss ich mir jetzt noch mal anschauen. Wollten wir hier. Die Morphodon, da steht Wassertier. Da bin ich jetzt aber überfragt, ne? Schade, dass der Ichthyo so teuer ist. Plesio ist auch zu groß, Baryonyx ist auch zu groß. Lassen wir erstmal. Kompis könnten noch gebrauchen. Ich würde aber trotzdem jetzt erstmal noch auf mal noch einmal auf Stego gehen wollen. Weil wir den erst auf 54% haben. Ist nicht so geil, ne? So, die schicken wir mal los. Also da bin ich jetzt mal gespannt, ob die Morphodon hier rein. Also meiner Meinung nach ist die Morphodon einer für ein Avarium, ein Flugtier. Aber gut, da steht Wassertier. Schauen wir mal. Fahrzeug gefährdet, ja, Pech gehabt. Fahr doch nicht in den Reihen. Was macht der denn da? Dein Scheiß Ernst? Läuft bei dem. So, was ist mit dir? Komm, wird noch fertig hier. Und wird hier jetzt endlich mal gescannt oder wie sieht das aus? Frage von Freund. Naja, ist egal. Nervig. So, Stegos wollten wir hier reinpacken. Wie sieht es mit meiner Ankylos aus? Sind die am Start? Bereit zum Ausbrüten. Ah ja, hier. Eier ausbrüten. Perfekt. Ja, wow. Das hat ja funktioniert. Naja, es ist nur. Ne, Stego braucht nur einen.
Oha. War doch richtig, ne? Stego nur einer, oder? Minimaler Bestand 1. Ja, passt. Ja, dann nehmen wir den noch. Gar kein Problem. So, wir sind bei 1,7 Millionen. Sieht ganz gut aus. Bis hierhin. Wir haben immer noch die 640.000 Goldmedaillen da am Start. Die behalte ich auf jeden Fall mal in der Rückhand. Die haue ich jetzt nicht raus. Das wäre total dämlich. Dass wenn uns Geld wenn uns jetzt hier nochmal was krachen geht. Warte mal, Raptoren, wie viel? Ach ne, ich krieg den ja nicht verkauft. Das habe ich ja beim letzten Mal schon versucht, aber es funktioniert ja nicht. Ich kann den ja nicht verkaufen. Ey, dieses blöde Vieh, ne? Ich weiß nicht, wie ich diese scheiß Gehirnerschütterung wegkriegen soll. Keine Ahnung. Normalerweise geht eine Gehirnerschütterung von alleine weg. Da kannst du nichts machen. Die kannst du auch nicht behandeln oder sowas. Aber will er nicht. Ich kann ja mal, Moment. Können Tupus hier nochmal auf den losjagen und schauen, ob der was macht oder nicht. Medizinischer Scan, ja wow. Ja, mach mal. Hast du was zu tun, Jung? So. Okay, wir warten jetzt nochmal eben auf den Ankylo. Jetzt mal im Ernst, ein einziger Ankylo würde doch auch gut hier reinpassen, oder nicht? Neues Genom. So, pass auf, jetzt gucken wir mal. Wo ist er? Shell, siehst du mich? Wo ist er denn? Hä? Okay. Sieht hier irgendjemand von euch die Morphodon? Ich nicht. Ja gut. Ah, halt, Moment. Klingt komisch, ist aber so, ne? Vielleicht sollten wir hier mal gucken. Tada! Akra, was? Elasmo? Sag ich doch, die Morphodon ist Dingens. Ey, was ist denn das? Ey, was für eine Verarschung. Ja, da darf man sich nicht von abbringen lassen, ne? Die Morphodon ist ein Flugsaurier. Habe ich doch gesagt. Du wusstest doch, dass die Morphodon ein Flugsaurier ist. Ja, geil. Jetzt haben wir Flugsaurier gemacht und haben kein Avarium. Kommt schon wieder ein Sturm. Macht mich wahnsinnig. Ja, das ist natürlich jetzt wow. Die Nummer hat ja funktioniert. Gibt es denn jetzt hier keine kleineren Wassertiere, die ich hier noch mit reinballern kann? Ja doch, aber teuer wie Sau, ne? Okay, wo könnten wir denn Avarium hinballern? Wo hätten wir denn noch Platz? Hier hinten. So, ja, kann freigelassen werden. Ah, halt, Moment. Und da gehen wir nochmal hin. Den packen wir mal per Airlift. Genau hier rein. Da waren sie auch vorher drin. Da packen wir den jetzt mit rein. Hoffen, dass das funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, packen wir den hier rein. Wenn das nicht funktioniert, hol die Metzger, ey. Endlich wieder ein Ankylo am Start zumindest. Das ist ja schon mal was. So, Geld kommt aber auf jeden Fall rein. Das ist schon mal gut. Wo könnte man denn ein Avarium hin platzieren? Wo würde denn sich ein Avarium richtig gut machen? Schauen wir doch mal. Also hier hinten wollte ich ja noch ein zweites Wassergehege machen. So viel steht fest. Hier vielleicht irgendwo ein Avarium. Obwohl hier ist zu viel Wasser. Schon wieder haben zwei geht. Also ist das denn ihr Scheiß ernst? Ernsthaft? Ist das euer Kack ernst, dass ihr ständig am Fighten seid? Was stimmt bei euch nicht?
Ja, los, bring ihn um. Töte ihn, töte ihn. Es kann doch echt nicht die Possibility sein, ne? Ernsthaft. Hier, lauf nicht weg, du blödes Produkt Vieh. Transportiert. Ja, schon wieder am Heilen, sehr gut. Meine Güte, ernsthaft, ey, warum? Ich krieg's nicht mehr in den Griff, ne? Ich krieg's hier echt nicht mehr in den Griff. Die Viecher, keine Ahnung, warum die sich permanent bekriegen sind, ständig verletzt sind. Junge, 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 ist das nervig hier mittlerweile in diesem Zoo, ey. Wo packe ich hier ein Avarium hin? Kann ich überhaupt ein Avarium bauen? Moment, eine Dekoration. Oha, was ist das? Moment, das ist neu. Oh, schau an. Ach, guck mal, man kann die Dinger jetzt alle einzeln bauen hier. Die... Das will ich im Container. Krass. Hier steht ein Kranwagen. Die sind neu, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Nice. Was haben wir hier? Ego-Perspektive. Ey, die haben hier was verändert. Das fällt mir jetzt erst auf. Okay. Verwaltungsansicht, Gebäude. Gibt es denn da was Neues? Paläomedizinische Anlage. Krass. Ja, so lernt man was dazu, ne? Hier, Avarium, 100.000 kostet. Wo würde sich das denn gut machen? Wahrscheinlich hier zwischen. Oder? Mal da so eins hinsetzen. So. Ballern wir mal ein Avarium hin. Das ist nur die Frage, warte mal. Avarium Brutstätte, die brauchen wir natürlich auch. Die macht sich hier eigentlich ganz gut. Lagunenbrutstätte, Lagune. Ranger Posten, wo können wir. Warte mal, warte mal. Wo ist denn jetzt hier der eine Ranger? Warte mal, Ranger 3. Aufgabe hinzufügen. Ja, warte mal, wie kriege ich denn... wir machen erstmal eine Straße dran. Kein Strom. Ja, danke, ich habe verstanden. Okay, wir brauchen Strom. Den ballern wir einfach mal hier so, keine Ahnung wohin. Hier sieht gut aus, direkt daneben. Und den müssen wir, warte mal, wo können wir den verbinden? Da hinten. Oder? Zack, und versperrt durch Brutstätte. Nerv. Danke. So, okay, Strom haben wir am Start. Nice, gefällt. So, warte mal, jetzt den Ranger. Aufgabe hinzufügen. Zack, so, der ist hierfür zuständig. So, jetzt brauchen wir ja noch hier Besichtigungsattraktionen. Warte mal, Beobachtungsgalerie. Gästeattraktion, ne, warte mal, Beobachtung für Lagune. Gyrostation, Jurassic Tour. Oh, die Jurassic Tour ist auch neu. Was muss ich dafür forschen? 2 Millionen kostet das Teil. Wow. Okay.
Gut, okay, das mit dem Avarium dauert noch ein bisschen, bis wir das fertig gebaut kriegen. So ein Scheiß. Danke für nichts. Die können wir noch nicht beobachten. Richtig, richtig mies. Wow, 2 Mille. Okay. Ja, dann müssen wir doch weiterhin erstmal auf die anderen. Naja, hier ist schon wieder kein Sprit mehr drin. Ey, das Teil geht mir auch auf den Nerv, ne? Ja, komm, hier, füll auf. 400.000, scheiß drauf. Niedrige Gesundheit, bei wem? Hungrig. Hungrig, dein scheiß Ernst? Dann iss was. Du stehst im Futter, quasi. Da kümmere ich mich jetzt nicht drum, das ist mir jetzt völlig egal. Steht auf dem Futter und ist hungrig. Ah ja, okay, danke. So, was haben wir denn hier bekommen? Stego, wow, die zwei Sachen, dein Scheiß Ernst? Den 40.000er hier verkaufen wir nochmal. 500.000, wow, geil. Okay, pass auf, dann können wir die 90.000 ja auch noch verkaufen. Ey, geil, dann haben wir hier richtig ein bisschen was übrig. Ja, komm, ey, wir nehmen erstmal. Ey, ernsthaft, es ist so schlimm. Ich komme einfach nicht vorwärts. Ich glaube, ich muss hier mal wieder offscreen ein bisschen was machen. Erstmal wieder hier Vollgas geben. Weil ich komme einfach auf keinen grünen Zweig hier. Ich komme echt auf keinen grünen Zweig. Ich kann machen, was ich will. So, Giganotto. Zack, 850.000 nehmen wir. So, Expeditionen. Da hat man nichts für, ne? Ja, komm, bevor der in die Pause muss, geht der nochmal mit. So, zack, raus. Dann können die schon mal losfliegen. Und jetzt sind hier schon zwei mit niedriger Gesundheit. Wer denn noch? Alle beide sind hungrig. Oder was? Die bewegen sich aber auch nicht, ne? Okay, wir machen was anderes. Werden jetzt beide betäubt und dann setzen wir die hier rüber, dann können die da wieder was fressen. Ciao. So, da. Einmal darüber. Und den darüber. Dann sollen sie da wieder was fressen, dann sind sie wieder am Start. Meine Güte. So, okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Ich bin ziemlich gestresst hier und genervt, weil ich hier nicht vorwärts komme. Nur noch eins kommt. Wieso habe ich jetzt nur. Achso, weil ich einen Giganoto am Erforschen bin. Was brauchen wir da noch? Giganoto 25%. Kriegen wir hoffentlich hin. Dann hätten wir den. Fehlt uns nur noch der Rex. Und dann hätten wir diese Mission hier auch fertig. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen. Wir gehen schnurstracks jetzt mal darauf zu. Ich hoffe, dass es funktioniert. Schauen wir uns an in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Auch wenn hier ein bisschen stressig ist und wir hier nicht wirklich vorwärts gekommen sind bis hierhin. Das mit dem Avarium ist natürlich jetzt auch doof, ne? Dass wir da erstmal 2 Millionen zusammenkratzen müssen. Aber kriegen wir noch irgendwie gebraten. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bewerten und kommentieren nicht vergessen und gerne ein kostenloses Abo da lassen. Vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Bis dahin und ciao, ciao.